Ja, sehr geehrte Herren und Damen Abgeordnete, am Anfang möchte ich mich natürlich recht herzlich bedanken bei der Frau Klubobfrau, beim Herrn Klubobmann, die in intensivster Arbeit gemeinsam mit uns dieses neue Landessicherheitsgesetz jetzt präsentieren können. Ja, herzlichen Dank, lieber Erich Hannenkamp, Herr Hofroth, der fast zu jeder Minute und jeder Stunde dabei war. Und wir wissen alle, dass das wirklich sehr, sehr viel Zeit in Anspruch genommen hat. Ja, Herr Abgeordneter und Bürgermeister Steiner, ja, es hat zwei Jahre gedauert. Aber eines muss man halt schon anführen, auch dass Gesetze, die schnell gemacht werden, innerhalb von Monaten oder Husch-Pfusch-Gesetze, wir absolut nicht wollen. Und es ist okay. Ja, okay. Ja, ich habe nicht geredet, dass es super ist. Ich habe nur gesagt, ich verstehe das, wenn irgendjemand sagt, es hat zwei Jahre gedauert. Da möchte sich noch einmal nach mir zu Wort sicher da hinten gerade. Es ist auch so, dass man sich als Abgeordneter immer zum Schluss dann zu Wort meldet. Herr Abgeordneter Steier, das ist auch ungefähr so eine, Art, die man nicht macht. Aber ich kenne das eh, ich kenne das mittlerweile eh. Aber das ist wirklich das wirkungsvollste, eindrucksvollste Tierwohl- und Sicherheitsgesetz österreichweit. Das kann man definitiv so sagen. Der Herr Klubobmann gestern mal einige Bereiche angeführt, zum Beispiel wo die schwarzen Landeshauptmänner aktiv sind in Tirol und der Steiermark, wo man die Tiere einfach so töten kann. Das gibt es bei uns nicht. Das ist bei uns überhaupt nicht möglich. Es ist nämlich definitiv so, wenn man auch von der Hundehaltung ausgeht, und dann kommen wir zu der nächsten Diskussion, die wir gehabt haben, zur Hundehaltung, wirklich bei allen Respekt. Ich verstehe es ja eh, nicht, wenn einer sagt, ich möchte 8 Hunde haben, nicht 5, weil ab 5 kommt dann der Amtstierarzt und sagt, gibt es ausreichend Platz, ist die Wohnung ausreichend groß, passt es überhaupt, ist in der Nachbarschaft, bellt der Hund nicht zu laut oder gibt es keine Lärmerregung oder besteht nicht die Gefahr der Verwahrlosung. Ich glaube, und das darf man nicht vergessen, ich glaube, dass das deshalb sehr vernünftig und wichtig ist, weil man hier auch eine Regelung schafft, wo jeder auch im Miteinander, im respektvollen Miteinander immer daran denkt, ist es bei mir überhaupt möglich, auch wenn man auch so Tierliebhaber ist. Und wenn jetzt wirklich ausreichend Platz vorhanden ist, kann jeder durchaus 8 Hunde haben, 15 Katzen haben. Aber ich glaube schon, dass wir das miteinander in den Vordergrund stellen müssen. Und daher gibt es halt dann jetzt den Amtstierarzt, das Amtssachverständiger hinzuzuziehen ist und auch Parteienstellung hat. Also so ist ja das nicht, dass man glaubt, das ist alles so lustig und das geht einfach so. Ausgenommen sind Tierzüchter, ausgenommen sind Hundesportler. Es gibt ja Ausnahmen, die definitiv wirklich die Berechtigung haben. Und was man noch heute nicht gesagt hat, was ganz wichtig ist, auch vielleicht für die Grünen, das meine ich jetzt nicht negativ, sondern weil ich natürlich sehr, sehr viele Anregungen bekommen habe, dass all diejenigen, die jetzt schon 5 Hunde haben oder 8 Hunde haben und 10 Katzen, dass die diese Hunde auch behalten dürfen, bis der natürliche Tod eintritt. Das heißt, den wird kein Hund weggenommen, wenn jemand 4 Lieblingshunde hat oder 5 Lieblingshunde, den wird kein Hund weggenommen, keine Katze weggenommen, sondern bis zum natürlichen Tod kann man die Tiere weiter bei sich haben. Und ehrlich, wirklich, seien wir uns wirklich ehrlich, wenn ich heute, ich sage einmal, 5 Hunde oder 4 Hunde in einem kleinen Grundstück habe mit einem Zaun, der vielleicht einen Meter hoch ist, der vielleicht irgendwann sogar unterernährt sind, und die Beispiele gibt es, also da macht man bitte nicht die Augen zu, die Beispiele gibt es, die verwahrlost werden. Na, ist das wirklich unser Ziel, das wir wollen? Ist das unser Ziel, das wir wollen? Ich glaube, dass wir hier bei dem neuen Landessicherheitsgesetz ein Miteinander regeln, einen respektvollen Umgang miteinander, und das ist ja sehr, sehr wichtig, denn freilich kann man natürlich sagen, das ist alles ein Witz und jeder soll haben, was er will und jeder soll tun, was er will, aber glaubt mir doch das. Das ist, glaube ich, nicht nur glaube ich, sondern ich weiß, dass das für das Tier nicht gut ist und auch für den Menschen nicht gut ist. Dieses Landessicherheitsgesetz geht um die Sicherheit des Menschen, es geht um die Sicherheit des Tieres, um die Sicherheit insgesamt, das Tierwohl. Und ich glaube auch, dass man durchaus daran denken sollte, und das werde ich gemeinsam mit der Frau Landesrätin Dunst machen, dass wir zukünftig auch in die Schulen präsent sein werden. Das heißt, wir kommen in die Schulen mit Tierpsychologen, wo die Kinder schon praktisch lernen, mit Hunden umzugehen, mit Tieren umzugehen. Wie gehe ich auf den Hund zu? Was mache ich?
und so weiter und so fort. Das heißt, das werden wir natürlich alles ausweiten mit einem neuen Programm, mit einem Tierpsychologenprogramm, das noch nicht so in den Schulen ist. Es ist noch nicht so, sondern es ist eine neue Geschichte, die kommt. Ja, weil auch natürlich auch immer gesagt wurde, naja, diese zwei Jahre, ich komm nochmal zu der Thematik. Mir ist wichtig die Mitwirkung, mir ist wichtig die Mitbestimmung, nicht nur in der Begutachtungsphase, sondern vorher und auch natürlich danach, soweit es geht. Und wenn wir die vier Pfoten sich an mich wenden, wenn Tierpsychologen zu mir kommen, wenn die Bundestierschutzbeauftragte Philippa Strache zu mir kommt, wenn alle möglichen Tierärzte, alle möglichen Zuchtanstalten, die es überhaupt gibt, ständig kommen, dann habe ich natürlich auch die Pflicht, als zuständiger Landesrat, der hier das Sicherheitslandesratsgesetz verhandelt, das natürlich einzubinden. Selbstverständlich gibt es da immer wieder Änderungen, glasklar, und das ist halt einmal so nicht. Aber wenn man auch natürlich zu der Situation kommt, wo es dann Maßnahmen geben muss für Tiere, dann natürlich ist es so, dass nicht so wie in Tirol oder in der Steiermark die Behörde einfach bestimmen kann, dieses Tier wird schmerzlos getötet. Das gibt es bei uns nicht. Bei uns sind, und das sind definitiv jetzt angeführt, Maßnahmen erforderlich. Also Resozialisierung bis hin, dass natürlich Sachverständige prüfen, hat der Hund starke Schmerzen, kann man diesen Hund überhaupt elendig zugrunde gehen lassen oder befreit man ihn? Aber das bestimmt nicht der Bürgermeister, das bestimmt nicht irgendwer, sondern das bestimmen Sachverständige, das bestimmen Tierpsychologen, das bestimmt im Endeffekt, sagt die Tierschutzombudsstelle, in Beiziehung von Sachverständigen, was passiert. Und glaubt mir das, es muss ja die Tierombudsstelle immer ja verschiedene Sachverständige beiziehen. Das kann ja eine giftige Spinne sein, das können fünf giftige Spinnen sein, das können irgendwelche Schlangen sein. Das kann ja nicht einfach der Amtstierarzt machen, sondern die Tierombudsstelle hat natürlich jetzt sozusagen von uns das Pouvoir gekriegt, hier sozusagen einzuwirken und Maßnahmen zu treffen. Es gibt in dem Landessicherheitsgesetz kein einziges Wort der Tötung. Es war vorher auch nicht möglich, weil natürlich diese Tierombudsstelle genauso vorher natürlich bis zum Ende immer das Einspruchsrecht gehabt hat. Immer. Das heißt, das war gar nicht vorgesetzt. Wir bleiben dabei, werden das aber natürlich mit diesen Abänderungen, die wir eingebracht haben, natürlich auch so heute zur Abstimmung bringen. Vielleicht noch zu der Thematik, kompliziert oder nicht kompliziert. Und das soll ja auch kein Streitgespräch jetzt sein zwischen ÖVP und zwischen mir. Aber Faktum ist ja wirklich, ich verstehe das schon vom Bürgermeister nicht, aber ich würde sagen, dass der Bürgermeister erstmalig jetzt, und das ist ja wirklich das Fantastische an dem Gesetz, die Möglichkeit hat, dass der Amtstierarzt oder der Amtsarzt mit Gutachten dem Bürgermeister dann mit Parteistellung zur Verfügung steht und sagt, heißt, pass wirklich auf, der Hund hat schon jemanden nochmal ins Wadel gebissen, da müssen wir schauen, dass wir mit einem Bescheid sagen, der Zaun muss so hoch sein oder und so weiter und so fort. Und ich glaube auch, dass das sehr wichtig ist. Bitte, Herr Abgeordneter Kölle. Gehandhabt. Nein, das war nicht im Gesetz. Ist ja lustig, dass immer sowas diskutieren muss. Das war nicht im Gesetz vorher. Es geht jetzt darum, dass wir ein Landessicherheitsgesetz verabschieden und abschließend, damit ihr jetzt also langfristig. Sicher bin ich mir nicht, denn ich bin auch nicht sitzen bleibt. Der Schutz von Tieren und Menschen steht bei diesem Gesetz und insgesamt an oberster Stelle. Wir wollen Unheil vermeiden. Wir wollen definitiv Unheil vermeiden. Wir wollen keine Verharmlosung der Tiere, keine Unterernährung. Wir stehen für den Schutz von Tieren. Da gibt es Ausnahmen bei der Hundehaltung für Hundezüchter, Hundesportler, Einsatzorganisationen, Tierschutzorganisationen. Zusätzlich kann man die Hunde jetzt so lange behalten, bis sie eines natürlichen Todes sterben. Das heißt, das Zusammenlegen von Tier und Mensch wird hier hervorgestrichen. Und was man nicht vergessen darf, abschließend, was man nicht vergessen darf, es ist natürlich auch der illegal grenzüberschreitende Tierhandel jetzt natürlich auch stark eingeschränkt. Das heißt, da hat man jetzt auch erstmalig eine Gesetzesgrundlage geschaffen, wo nicht jeder einfach irgendwelche 17 Tierchen holt aus irgendwelchen grenznahen Gebieten und die einfach irgendwo illegal daheim einsperrt. Das gibt es jetzt auch nicht. Grundsätzlich möchte ich mich nochmal recht herzlich bei Herrn Hofrat Hanenkamm, bei den Koalitionspartnern bedanken. Das ist wirklich das effektivste, beste Landessicherheitsgesetz, das es je in Österreich gegeben hat. Dankeschön. Applaus